Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. So, lasst mich kurz gucken. Wir haben nämlich irgendwas für unsere Pistole gefunden, glaube ich, oder? Bist du keine Faustwaffe? Ich weiß nicht, was eine Faustwaffe ist. Ich habe das noch nie gehört. Klingt, als hättest du dir das gerade ausgedacht, Spiel. Aber ich kann leider den Aufsatz nirgends anbringen, an keiner von meinen Waffen. Ob die jetzt Faustwaffen sind oder nicht. Komisch. Warte mal kurz. Ich will das nochmal schnell finden, das Dingens. Hier, Kompressor. Ein Kompressator. Ach so. Der ausgewählte Feuertypwaffen vom Typ Revolver. Ach so, einen Revolver habe ich nicht. Das muss ich zugeben. So, wir haben beim letzten Mal einen Alarm bekommen, dass irgendwo ein Super-Titanen-Titan erschienen ist oder so ähnlich. Das macht mir ein bisschen Angst, aber ist mir jetzt auch wurscht, weil wir gehen jetzt hier mal ins Häuschen. Da wird mir auch irgendwas angezeigt. Ich glaube, da müssen wir sogar hin, storytechnisch. Aber natürlich nehmen wir erstmal mit, was wir tragen können. So wie das da. Und das da. Und das da. Oder auch nicht, weil da nichts drin ist. Aber ich habe in der letzten Folge doch noch darüber geredet, dass mich als Kind Recyceln furchtbar genervt hat. Das liegt aber auch daran, muss ich gerade sagen, fällt mir gerade ein, dass in meiner Heimatstadt, in der ich geboren bin und in der ich lange gelebt habe, Passau, gibt es bis heute keinen gelben Sack oder irgendwas Vergleichbares. Da musste man wirklich, muss man bis heute alles selber daheim quasi sortieren, den ganzen Plastikmüll selber schon sortieren und zum Recyclinghof fahren. Das ist einfach irgendwie nicht gut. Finde ich einfach immer, finde ich nicht nett. So, was haben wir denn da gefunden? Eine Pump Action, die genauso ist wie die wir schon haben, oder? Ich glaube schon. Schade. Aber gut. Und Zwirn. Wer hat nicht in der Küche hier neben der Arbeitsfläche so einen kleinen Werkzeugkoffer mit Zwirn drin stehen? Zwirn. Die Häuser haben schon alle eine sehr ähnliche Architektur. Vielleicht war das in den 80ern so. Vielleicht ist das in Schweden so. Wer weiß. Komisch, ne? Komischer Spiegel hier. Meine Lampe spiegelt sich drin, aber sonst nichts. Kann ich da aufmachen? Nein. Da, die Tür ist unpassierbar. Da hat jemand einen Sessel ein bisschen schräg davor gelegt. Was bilde ich mir eigentlich ein? Ich bin nicht Hulk. Ich meine, so ein alter Sessel wiegt, glaube ich, vielleicht schon ein bisschen was aus Massivholz und so. Aber das ist jetzt keine Waschmaschine. Und selbst die könnte ich wegschieben. Wenn es wenigstens... Ich meine, vielleicht muss ich das einfach als hüfthohe Barriere verstehen. Das ist Videospielsprache, die ich verstehen kann. So eine kleine hüfthohe Absperrung. Okay, nee, da kommt man natürlich nicht vorbei. Ich verstehe. Das ist ein... Darauf haben wir uns geeinigt. Wir Spieler und die Videospielentwickler. Hüfthohe Absperrbänder sind unpassierbar. Einverstanden. Finde und erreiche Salthammenen. Wo sind Salthammenen? Salthammen ist eine richtige kleine Stadt jetzt schon.
Ich muss mal noch mal schnell rauszoomen, weil guck mal, wie groß das Gebiet ist. Ah, und hier ist der Tyrann, der mir angezeigt wurde. Der Ulven A410. Der ist zum Glück ganz weit weg. Vielleicht geht der ja auch wieder. Hey, aber die Map ist schon groß, ne? Wenn wir bedenken, dass wir alles, was wir jetzt erlebt haben in den letzten, weiß ich nicht, über 2 Stunden auf jeden Fall, war nur das da. Und das ist eine kleine schwedische Insel. Existiert die wirklich? Ich bin geografisch überhaupt nicht fit, wirklich gar nicht. Ich hatte da als Jugendlicher schon fast peinliche Defizite, aber es hat mich halt auch wirklich nicht interessiert. Die habe ich jetzt ein bisschen aufgefrischt, damit ich wenigstens zu grob weiß, was wo ist und so weiter, ne? Damit ich nicht wie so Amerikaner im Interview wirke, wenn ich mal irgendwie sagen muss, wo Kanada ist oder sowas in der Art. Aber ich bin halt trotzdem nicht gut. Ist halt, wie gesagt, interessiert mich leider auch gar nicht. Leider, leider. Wirklich leider. Ich glaube, das wäre grundsätzlich schon auch interessant. Ein alter Schulfreund von mir, mit dem habe ich Abitur gemacht, der war ein totaler Geografie-Freak. Und das mal, ich kann das schon verstehen, dass das auch Spaß macht und faszinierend ist. Der hatte auch ganz viele Karten und hat die studiert und konnte die auswendig, also auch aus verschiedenen Zeiten und so weiter, wie sich nationale Grenzen verschieben und sowas. Karten sind schon interessant. Ich habe mir auch wirklich ganz viele Sachen über Karten, gerade über Karten an sich, also weniger über Geografie als solches, sondern über Karten an sich angeguckt. Weil ich wusste viele Jahre nicht, und ich bin mir sicher, viele von euch wissen das vielleicht auch nicht, deswegen ist es vielleicht ganz interessant. Viele Jahre wusste ich nicht, dass die Landkarte, die wir so allgemein benutzen, die hat doch einen Namen, ich weiß ihn nicht mehr, total verzerrt ist und dass die eben problematischerweise, finde ich aus moderner Sicht, eine sehr westlich oder europäisch-zentrische Karte ist, wo quasi die USA und Europa bei weitem überproportional groß dargestellt werden und zum Beispiel Afrika oder sowas viel zu winzig. Das ist grundsätzlich eine Verzerrung, die eben einfach ist, eh ganz klar, wenn man eine Kugel Verzeihung, wenn man eine Kugel auf dem Quadrat projizieren will, gibt es da natürlich Verzerrungen. Aber die wurden halt quasi so ausgelegt, dass möglichst Europa gut dabei aussieht. Ist ja auch das Wichtigste. Wen interessiert der ganze Rest so ungefähr? Und wenn man sich dann mal Karten anguckt, die die Proportion der Erde tatsächlich so abbilden, wie sie wirklich sind, ist das ein ganz schöner Mindfuck, weil halt Europa in Wirklichkeit einfach so ein winzig kleiner Klecks ist und dagegen ist halt der afrikanische Kontinent quasi ein Drittel der gesamten Landmasse des Planeten. Also jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist schon irre. Fand ich sehr interessant und auch cool. Kann man sich mal anschauen. Da gibt es wirklich Kartentypen, die sind eigentlich viel besser geeignet, um ein akkurates Bild unserer Welt abzubilden. Aber naja, wie das halt so ist leider, so Veränderungsprozesse dauern, weil das sind wir schon gewöhnt und deswegen ist das gut so ungefähr. Und bis sich da mal was verändert, kann das lange dauern. Aber grundsätzlich sollten wir gerade im Unterricht, gerade wenn man den Kindern was beibringt, wirklich von der traditionellen Karte, die wir jetzt so kennen, weggehen und wirklich bessere, akkuratere Karten benutzen, die halt dann natürlich nicht so schön quadratisch sind, aber holy shit, na und? Es gibt Wichtigeres. Ich höre hier sehr komische Geräusche. Ah, warte mal, da ist ein kleiner Spinnenbot. Wenn es um die Vermittlung von Informationen geht, verstehe ich keinen Spaß. Da muss man akkurat sein. Ich meine, ich bin da wirklich ein Hardliner, wenn es um das geht. Aber ich drücke da teilweise ein Auge zu, wenn es zum Beispiel um Physik oder Chemie in der so Grundschule geht oder so in frühen Klassen. Da wird nämlich tatsächlich viel vermittelt, was eigentlich so gar nicht stimmt. Das ist so sehr vereinfacht, dass es schon gar nicht mehr richtig ist. Da werden teilweise immer noch veraltete Modelle benutzt, die man sich halt einfach leicht vorstellen kann. Und da macht das aber dann Sinn,
Weil da kann man dann sagen, fällt das Rad jetzt um? Nee. Weil da kann man dann sagen, gut, man vermittelt den Kindern hier quasi mal so die grobe Struktur davon, wie so ein Atom aussieht. Und dann später kann man das verfeinern. Weil grundsätzlich funktioniert es schon. Es geht schon in die Richtung so ungefähr. Da habe ich dann, das kann ich noch verstehen. Aber wenn man quasi wirklich einfach, ne, die Weltkarte so ganz falsch zeigt und vor allem gibt es keinen plausiblen Grund dafür, außer eben, das war schon immer so. Und wenn mir jemand mit, das war schon immer so, kommt, dann, also da verstehe ich keinen Spaß. Da ist Schluss mit lustig. Nur weil Sachen schon immer falsch waren, heißt das nicht, dass wir sie weiterhin falsch beibehalten müssen. Meine Güte. Naja. So sehe ich das zumindest. Schade. Ich mag so kleine Details. Aber gut, dafür haben die Gegner ganz viele Hitztrefferzonen. Ich glaube, das kommt in dem Spiel gar nicht so gut rüber, weil man doch die Kämpfe dann so actionlastig sind. Wow! Das war ziemlich crazy. Aber ich glaube, das ist eigentlich sehr schön gemacht, wie man die wirklich zerlegen kann und den Teile abschießt und wie die auf Treffer reagieren. Ein paar, also so im Kleinen haben wir das schon ein paar Mal gesehen. Aber ich glaube, da steckt eigentlich sehr viel Liebe zum Detail drin, was nur nicht so rüberkommt. Mal schauen, ob wir das vielleicht noch ein paar Mal bewundern dürfen. Ah, da ist irgendwas Großes dabei, oder? Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt rennt er einfach durch den Wald, durchs Gebüsch. Das finde ich nicht gut. Ach, Mist. Ah, komm schon, schneller nachladen. Die sind zu dritt. Oder nur noch zu zweit jetzt, aber trotzdem. Oh, halt euch doch mal still jetzt hier. Strafen darf nur der Player. So. Aber jetzt bin ich verwirrt. Was ist denn das da? Ist der schon tot oder so wahrscheinlich, oder? Hey, ich sehe gerade, wir sind ja ein Level aufgestiegen. Warum wurde ich nicht informiert? Das meine ich. Deswegen habe ich vor ein paar Folgen mal gesagt, dass hier eigentlich ein Feuerwerk ausbrechen müsste und alle Gegner sofort sterben und Riesenexplosion, wenn ich hochlevel. Mehr Erfahrungspunkte. Na gut. Ist mir zwar ehrlich gesagt jetzt, finde ich, nicht so super wertvoll, aber im Grunde cool. Leveln wir schneller hoch, das ist nie verkehrt, kann man immer gut investieren und ich komme schneller zu dem eigentlichen Ziel, das ich haben will, nämlich die Maschinen hacken. Das finde ich dufte. Ist das ein Grabstein, ein Gedenkstein oder so? Radl, komm mit mir, wenn du leben willst. Ich mach dich zu einem richtigen Pferd. Mein Gott, dieses Rad hat seltsame Glitches. Ja, auch wenn schon viel gepatcht wurde, ist ja doch schon ein Jahr alt, das Spiel, oder älter, glaube ich sogar. Auch wenn viel gepatcht wurde, kann man schon noch hier und da so einen Glimps erhaschen. Ich kann mir vorstellen. Das fühlt sich auch so ein bisschen an wie Söldner früher. Ne, das geht schon wahrscheinlich in die Richtung. Söldner war cool. Ich mochte das gerne. Aber es war halt, also ich sag mal so, wir hatten auf den LAN-Partys sehr viel Spaß mit Söldner. Aber ich glaube, wenn man das ernsthaft als echten Militär-Shooter oder sowas spielen wollte, dann war es wahrscheinlich nicht das richtige Spiel für einen.
Es war eher ein, haha, guck mal, mein Auto titscht über das Wasser wie so ein flacher Stein. Und dann, es ist wirklich in Zelt, da sind so geile Sachen passiert. Man fährt mit seinem Auto rum, plötzlich wird man in die Luft geschleudert, dann titscht man wie ein Stein übers flache Wasser. Am anderen Ufer, mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit, bleibt man plötzlich stehen. Das Auto bleibt auf dem Dach plötzlich liegen, dreht sich langsam um, so dass es wieder auf allen vier Reifen landet und dann explodiert. Ja, und das war seltener halt einfach. Das wurde dann super krass gepatcht, auch mit vielen Fan-Patches. Jetzt ist es nicht mehr so gut. Aber früher hat das wirklich Spaß gemacht. Wenn du, egal was du machst, es passierte eine Katastrophe. Garantiert. Die LAN-Partys waren der Brüller. Die Söldner-LAN-Partys waren der Hammer. Nein, wir haben das tatsächlich dann auch gepatcht viel gespielt, was auch wirklich Spaß gemacht hat als so Taktik-Shooter. Wirklich, das erinnert mich ein bisschen an Söldner, nur eben mit Roboter und so. Aber die Bugs in Söldner waren das Beste. Das war der Hammer. Kein Wunder, dass so Spiele wie Goat Simulator so erfolgreich sind. Die Videospielentwickler übersehen, was für ein Potenzial in Bugs und Cheats liegt. Ich meine, früher waren Cheats oft noch Belohnungen, die man freigeschalten hat. Natürlich, weil es macht Spaß, rumzublödeln und Sachen auszuprobieren und die Physik zu verändern und zu manipulieren. Das sind total lustige, tolle Sachen. Aber das ist momentan irgendwie so verschenktes Potenzial, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich da hin soll, ehrlich gesagt. Wollen wir da hinfahren? Bin mir echt nicht sicher. Ich meine, es wäre jetzt nur noch... nur noch das Gebiet und dann wäre eh schon die Stadt voraus, ne? Könnte man sich schon noch ein bisschen umschauen da drin. Oh oh! Oh oh! Ich nenne die immer Hunde, aber irgendwie sind es eher Gorillas, oder? Oh oh. Ich habe das Gefühl, ich wurde entdeckt. Rostige alte Flinte, du hast mir wieder mal treue Dienste geleistet. Ich mag Schrotflinten in Videospielen. Das sind einfach tolle Waffen. Ich meine, wie gesagt, Nahkampfwaffen, komischerweise, paradoxerweise. Aber so Waffen in Videospielen haben halt auch so eine Videospiellogik. Und das ist ja auch gut so. Wenn alle Waffen realistisch wären, würde es überhaupt keinen Spaß machen. Weil dann gäbe es halt einfach welche, die sind voll gut, welche, die sind voll blöd. Und alle wären irgendwie ein bisschen gleich. Das würde gar keinen Sinn machen. Deswegen ist es schon gut, dass Schrotflinten so Nahkampfwaffen sind und Scharfschützengewehre so ganz langsame Waffen, die viel Schaden machen. Und Maschinengewehre halt ungenau und machen fast keinen Schaden, aber hauen halt Munition raus und sind dadurch wieder crazy, weil sie dann auf die Menge doch wieder Schaden machen. Und Pistolen haben einen guten Hit per Damage, aber einen blöden Output insgesamt und so weiter. Das macht alles Sinn. Aber ist halt alles sehr gamey. Muss aber so sein, anders wär's doof. Ich mache mich nur drüber lustig, weil es halt teilweise so albern ist, will aber auf keinen Fall, dass Waffen realistischer wären in Videospielen, weil das wird keinen Sinn machen und Spiele kaputt machen. Also nicht falsch verstehen, ich kritisiere das nicht, wenn ich mich darüber lustig mache. Es ist nur einfach halt lustig. So, ich sollte da nicht kritisieren wegen seinen Bugs. Ich finde super, wirklich. Ich meine das auch unironisch. Ich finde das unironisch cool und lustig. So verbuggte Sandboxen haben schon immer Spaß gemacht. Und Goat Simulator ist das erste und einzige Spiel, das das verstanden hat, im Grunde.
Warte mal, ich habe hier irgendwie ein Missionsziel, aber ich dachte, ich war überall. Aha, eine Dose oder so. Okay. Irgendwas mit Schießübung. Jäger. 15 Gramm Jäger. So wird der Jäger zum Gejagten und zu 15 Gramm Hack verarbeitet. Was hätten's denn gern? Das Problem an so einer Roboter... Invasion ist halt dann immer, dass man... Ich denke mir halt, ich weiß auch nicht... Sind Roboter wirklich so problematisch? Kann man die nicht ausschalten? Sind die nicht in irgendeinem Netzwerk oder werden die nicht irgendwie... Warum haben die keinen Kill-Switch? Das frage ich mich halt. Wurden halt ziemlich doof konstruiert anscheinend. Und... Ich meine, ich kann in dem Spiel EMPs erzeugen, indem ich... Radios kaputt schieße. Das heißt, in der Welt sollte so eine EP-Bombe ziemlich leicht zu bauen sein. Und dann muss man halt hier in diesem kleinen Dörfchen ein paar Fernseher und Glühbirnen ersetzen, aber dafür sind alle Roboter weg. Insofern sehe ich nicht das große Problem hier eigentlich. Aber gut. Machen wir das Licht aus. Falls die Besitzer irgendwo in einem Bunker sitzen, ärgern die sich sonst ziemlich über die Stromrechnung, wenn die heimkommen. Ich will ja nur ein guter Nachbar sein. Und nehme deswegen deren Gewehr. Schießbügel. Was? Achso, Schießübung. Was ich immer lese? Hirn? Was machst du denn immer für Sachen? Mein Hirn verwurstelt immer die ganzen... Ich bin, glaube ich, Legastheniker. Ich glaube wirklich, ich glaube, ich habe eine Leseschwäche. Weil mein Hirn einfach Wörter draus macht, wie es gerade lustig ist. Und ich glaube, das ist nicht normal. So, da. Wir haben nochmal das Gewehr gefunden, nur in schlechter. Langweilig. Kann ich den Fernseher ausschalten? Kann ich mit einer Pistole drauf schießen? Aber schön zu sehen, dass wir wenigstens... Oh, das funktioniert. Schön zu sehen, dass wir jetzt wenigstens wissen, dass nichts mehr übertragen wird im Fernsehen. Das heißt, die Insel ist scheinbar nicht der einzige Ort, der davon betroffen ist, von dem, was auch immer hier genau passiert ist in Schweden. Von der schwedischen Roboterinvasion von 89. Ich höre da an so komische Geräusche. Ich bin mir nicht sicher, ist das was Elektrisches? Ist das ein Frosch? Sind das böse Robo-Feinde? Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn das da? Unbekannte Signalinterferenz. Interessant. Naja, Leute, wir machen jetzt für heute Schluss. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich bin gespannt, wenn ich jetzt ins Hauptmenü zurückgehe, ob ich dann genau hier wieder anfange und ob sich das Spiel wirklich alle toten Gegner und sowas merkt. Schauen wir mal. Finden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.